Hey Leute, der Patch 1.15.4 ist jetzt auf den verschlüsselten Händler-Servern, was auch immer das heißen soll, was auf die Phase 5 hindeuten könnte. Das heißt BWL, Zul'Gurub und sowas. Wowhead schreibt hier, dass wir komplett neue Runen bekommen. Ich denke nicht, dass wir jetzt komplett neue Runen bekommen. Vielleicht die ein oder andere für eine Klasse, wo es noch fehlt. Aber ich denke mal, dass die meisten redesigned werden. Und wir wissen auch schon sicher aus dem Interview von Blizzard, dass keine neuen Runenplätze mehr kommen, also für die Waffen. Wowhead schreibt ja auch, dass wir ja mit Phase 4 einen brandneuen Dungeon gesehen haben und wir vielleicht auch neue Inhalte bekommen könnten mit der neuen Phase, also Phase 5. Ich glaube, Wowhead hat das Interview nicht angeschaut von Blizzard. Kürzlich, da wurde auch schon bestätigt, dass in Phase 5 komplett noch nie da gewesen neue Inhalte kommen. Wowhead, was ist los mit eurer Rechercheabteilung? Dann gab es noch ein paar kleine Anpassungen, und zwar für einen Hunter. Heart of the Line hat wieder eine 100 Yard Range, also immer noch keine Hitbox-Änderung bei dem Hunter. Da haben sich schon einige Spieler beschwert, auch bei mir auf dem Kanal. Und beim Warrior gab es auch eine minimale Anpassung und also eigentlich nur einen Bugfix, und zwar die Rune Focus Rage will nur korrekterweise die Wutkosten reduzieren von Fleischhaken. Boys, ich wollte euch noch ein Schaubild zeigen, und zwar über die Demografie von SOD. Und zwar geht es um diese Seite hier, ironforgepro.de, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ja, alle sagen jetzt, hier könnt ihr Classic SOD auswählen, und alle sagen, oh, SOD ist tot, wer zockt dieses tote Spiel noch, wer reitet doch ein totes Pferd. Leute, kommt runter, okay, beruhigt euch. Und zwar, es ist nicht so, so schlimm, wie es hier ausschaut. Ja, gut, die Zahlen gehen jetzt wieder nach oben mit SOD. Viele Content Creator nehmen das als Grundlage. Okay, totes Spiel, wieso zockt ihr das noch? Nee, überhaupt nicht. Das berücksichtigt nur die Raider, also die Leute, die raiden gehen. Und es gibt ganz viele, vor allem jetzt in Phase 4, die überhaupt gar nicht raiden gehen. Von dem her, ich würde da ein Fakt drauf geben auf diese Liste hier, auf dieses Diagramm, ganz ehrlich, ja. Viele denken sich, wow, Phase 1 war die tollste Phase, oh mein Gott, so schön. Ja, klar, hier waren die Zuschauer, hier waren die Spielerzahlen auch sehr hoch, aber ganz ehrlich, da ein Raid zu finden in Phase 1 im BFD, das hast du um 8 Uhr in der Früh geschafft. Da bist du online gegangen, ey, ich will schnell in BFD gehen. 20 Minuten später warst du durch mit dem Raid, ja. Für mich war das kein Raid, das war eigentlich eine Instanz sozusagen, und deswegen waren auch so viele Spieler raiden, weil der Zugang war total easy. Man hat ziemlich schnell 10 Leute gefunden. Jetzt schaut es anders aus. Jetzt braucht man bei MC gibt es 3 verschiedene Heat Levels. Man braucht einen Discord, um sich zu organisieren, und man braucht gewisses Gear, man braucht Riesegear. Das ist einfach was ganz anderes. Deswegen viele Leute gehen auch gar nicht raiden, und hier werden nur die Raider berücksichtigt. Von dem her legt da nicht so viel Wert drauf. Viele Spieler spielen auch Season of Discovery. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Server sind aktuell auch relativ gefüllt. Zwar nicht, natürlich nicht wie in Phase 1. Das ist kein Vergleich, aber es sind noch genug Leute online, von dem her, es passt alles, die Entwicklung geht nach oben, wir bekommen bald Phase 5 mit BWL, Zul'Gurub, dann wird das Ding weiter steigen, von dem her, ich denke, dass wir auch mit Spielern, mit vielen Spielern rechnen können in den nächsten Phasen, also müsst ihr da keine Angst haben. Vor allem wurde ja komplett neuer Content angekündigt, und das wird definitiv nochmal einen Boost geben. Vielleicht ein neuer Raid. Weiß ich nicht. Ich habe fertig. Danke fürs Zuschauen, für euren Support, bis zum nächsten Video.